Ich habe gerade den Schock meines Lebens bekommen. Ich habe nämlich meine gute Kamera gesucht. Ich will nämlich ein Video drehen. Und ich wusste nicht, wo ich die hin habe. Hallo, dich habe ich schon lange nicht mehr rausgeholt. So, ich werde jetzt Akku laden und dann werde ich mal ein Video mit einer guten Qualität drehen. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einiges vor. Ich möchte ein bisschen was backen und ich gehe jetzt erstmal einkaufen und ich nehme euch mit. Ich muss mich ein bisschen beeilen, bevor die Schlange wieder total lang wird und ich da ewig stehe. So, ich brauche nur noch Butter. Oh, Kaffee. Kaffee. Gibt's Mövenpick? Mövenpick. Okay. Dann nicht. Penny hat keine Sanella. Ist mir gerade aufgefallen. Da muss ich wann anders gehen. Egal, ich habe noch zu Hause. Dann hole ich mir am Montag schnell für die Plätze dann. Egal. Ich habe natürlich viel mehr eingekauft, als ich wollte. Aber das ist ja immer so. Ich zeige euch gleich, was ich gekauft habe. Ich bin auf jeden Fall für eine Sache hingegangen, die nicht mal 5 Euro kostet. Und am Ende habe ich 30 bezahlt. Wie immer. Ich bin gleich zu Hause. Bis gleich. Hoppala. Seht ihr? Und schon fliege ich fast hin. So, was haben wir da? Brokkoli. Das hier habe ich auch zufällig gesehen jetzt beim Penny. Das habe ich mitgenommen, weil ich habe noch einige Kleider, die wir so Kleidersäcke nicht haben. Ich guck mal, ob die überhaupt da reinpassen. Ich 3 Stück. Ach nö, mein Brokkoli fällt auseinander. Dann habe ich 5 Packungen Mandeln geholt. 2 davon, die waren im Angebot. Und 3-mal Kuchenglasur. Natron. 4 Avocados. Weil Avocado lecker ist. Ich habe mich heute auch ein bisschen geschminkt und hergerichtet, damit ich nicht ganz so vergammelt aussehe. Oh, da fühlt man sich auch gleich viel besser, ne? Diese Augenringe gingen gar nicht, ey. So wie ich gerade aussehe, mit meinen Locken. Das erinnert mich so sehr an meine Ausbildungszeit. Genau so habe ich mich damals beim Friseur beworben. Eigentlich so null irgendwie, keine Ahnung, Friseur geeignet, oder? Ich bin genauso zu meinem Bewerbungsgespräch gegangen. Ja. Meine damalige Chefin fand das toll. Also, ich habe jetzt die Zutaten schon zusammengeschüttet. Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und ein bisschen Salz. Dann habe ich hier 180 Gramm Öl und 550 Gramm Fanta, ganz frische, aufgemacht. Es ist wichtig, dass es sprudelt. Das werde ich jetzt zusammenmischen und dann werde ich die Mandelzutaten zubereiten. Das mache ich aber zuerst, damit das dann auch schnell gehen kann. So, ich habe den Teig jetzt gut gerührt, also der muss nur unterhoben werden, so lange bis keine Klümpchen mehr da sind und dann ist er auch schon bereit. Ich habe jetzt den Ofen auf 160 Grad vorgeheizt, Ober-Unterhitze und wenn der Teig schön geschmeidig ist, dann kann er auch schon aufs Blech. Oh, ich dumme Kuh. Ich habe vergessen aufzunehmen, als ich den Teig hier rein, aber der wird dann nur noch so in die Mitte reingeschüttet. Der verteilt sich vollkommen von alleine. Und jetzt mache ich nur noch hier die großen Luftbläschen weg. Zumindest versuche ich so viel wie möglich. In der Zeit kann er auch kurz mal so sitzen und sich gut verteilen.
Der Kuchen ist jetzt drin. Wie gesagt, 160 Grad Ober-Unterhitze und der bleibt jetzt erstmal 20 Minuten drin. Und in der Zeit werde ich dann die Mandelglasur machen. So, ich habe den Topf jetzt heiß gemacht und habe die Temperatur richtig runtergestellt. Wir schmelzen die Butter jetzt ganz langsam. Das sind 150 Gramm. Und dann kommen noch 150 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker rein. Und dann, ja, das ist dann unser Belag. Ganz langsam schmelzen. Die Butter soll nicht kochen. Definitiv nicht kochen. So, jetzt kommt der Zucker rein. Der Zucker soll jetzt mit der Butter ein bisschen verschmelzen. Und wenn ihr merkt, dass der Zucker weg ist, dann könnt ihr die Mandeln unterheben. Und ich mache noch so einen Schluck Wasser rein. Und bis das fertig ist, müsste dann auch der Teig fertig sein. Und jetzt werde ich das einfach nur noch mit der Butter und dem Zucker vermischen. Und das wird dann im Ofen auf dem Kuchen karamellisiert und gebacken. Ein bisschen hin und her geschoben und unterhoben, damit die Mandeln alle schön die Butter abkriegen. Also ich habe das jetzt, das ist jetzt vegan, das Rezept. Und das ist dann eine pflanzliche Butter. Dieser Part muss jetzt ziemlich schnell gehen, weil der Kuchen ist nur angebacken. Also der ist noch lange nicht fertig, aber das wird zweimal gebacken. Erst wird der Teig vorgebacken, weil sonst verbrennen die Mandeln dann oben. Und dann nach 20 Minuten, wenn der Teig angebacken ist, kommt der Rest dran. Dann kommt nämlich die Mandelglasur drüber und dann wird das nochmal 20 Minuten bis 30, je nachdem, wie knusprig man den oben haben will, nochmal gebacken. Und jetzt verteilen. Gut verteilen, dass überall die Mandeln sind. So ungefähr sieht das aus und das kommt jetzt noch in den Ofen schnell. Und der wird jetzt noch weiter gebacken. 20 bis 25 Minuten ungefähr. Und so lange, bis die Mandeln schön braun karamellisiert sind und dann kann der raus. Der Kuchen ist jetzt schon wieder eine halbe Stunde drin, aber mir ist das noch nicht dunkel genug. Das sieht jetzt dunkler aus wegen dem Licht und weil man so durchs Glas filmt. Aber ich lasse es noch so 5 Minuten und dann hole ich ihn aber, glaube ich, raus. Riecht lecker. Perfektigo! Ich bin keine Profibäckerin, ja? Versuch's immer nur wieder. Mmh, lecker. Ich habe jetzt ein Stück von der Ecke rausgeschnitten, um zu gucken, ob er fluffig ist. Und er ist fluffig. Lecker. Mmh.
Boah, ich liebe angebrannte Mandeln. Wisst ihr was? Da ist noch so ein ganz kleines Stück. Das gehört nicht zu dem einen Stück. Das schneide ich mir noch raus. Also warm esse ich den nicht, sonst kriege ich Bauchweh. Ich mag auch keinen warmen Kuchen. Aber ich freue mich drauf. Solche Kuchen sind halt echt perfekt zum Kaffee. Oder wenn man spontan Besuch bekommt, das dauert nicht mal eine halbe Stunde. Ehrlich nicht. Das geht so schnell. Die Zubereitung. So, ich habe den Teig jetzt ausgerollt. Das soll möglichst so quadratisch sein, damit man auch später schön zuschneiden kann. Und das kommt jetzt eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In der Zeit werde ich dann die Mandelglasur machen. So, wenn die Butter komplett geschmolzen ist, dann kommt 150 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Ich habe den Herd jetzt auf Stufe 1, also ich habe 3 Stufen und ich habe die Butter jetzt nur auf 1 geschmolzen, also ganz leicht, dass es nicht anbrennt. Und jetzt habe ich den Zucker noch reingegeben, das wird jetzt ganz langsam geschmolzen. Dann kommen 200 Gramm gehobene Mandeln und 200 Gramm gemahlene Mandeln. So, wir haben das jetzt alles unterhoben, den Schluck Wasser noch rein und so sieht das aus. Und jetzt hole ich meinen Teig wieder raus und mache das fertig. So, unser Teig ist jetzt schön kalt und damit er auch nicht hochgeht beim Backen, die Nussecken sind ja flach, müsst ihr so ein paar Mal mit der Gabel reinstechen, damit er auch schön unten bleibt. Ganz wichtig für den Geschmack von Nussecken ist Aprikosenmarmelade. Das kommt jetzt erstmal auf den Teig. Jetzt kommt die Mischung drin. Ready für den Ofen. So, genau halbe Stunde habe ich die rausgeholt und das reicht auch vollkommen. Ich werde jetzt die Nussecken direkt anschneiden, weil sonst kriegt ihr die nicht mehr auseinandergeschnitten, das ist sonst zu hart.
jetzt mein drittes Blech. Wir haben jetzt noch eins im Ofen. Ein Blech ist fertig gebacken. So, die erste Ladung habe ich schon mal Puderzucker drauf. Jetzt ist meine dritte Ladung im Ofen. Die dritte Ladung ist jetzt im Ofen. Ich warte jetzt noch kurz, weil ich habe gerade keinen Platz mehr, wie immer. Und dann mache ich weiter. So, die allerletzten sind jetzt im Ofen. So, das ist jetzt das letzte Tablett. Ich bin fertig erstmal. Die werden jetzt auskühlen. Und später mache ich noch die Marmelade. Oh, wobei, wir haben schon 18 Uhr jetzt. Ich bin ehrlich gesagt total K.O. Ich habe ja die ganze Wohnung sauber gemacht. Und Treppenhaus und so. Ach, mal gucken. Ich weiß nicht. Aber erstmal bin ich fertig. Ich werde jetzt was essen. Das hier ist die komplette Portion. Und das reicht auch völlig. Ist schon wieder viel zu viel, aber okay. Es ist okay. Ja, und ich gehe jetzt was essen. Sowas von eine Brandblase. Mein Finger richtig verbrannt. Ich glaube, das. Boah. Das hat echt weh getan. So, erstes Tablett ist fertig. Jetzt kommt das nächste dran. Das habe ich schon bereitgelegt. Alles schön aufeinander angepasst. Also das hat jetzt nicht mal 10 Minuten gedauert. Das ging echt schnell. So, weiter geht's. Nächste Ladung Marmelade ist ready. Fertig. Die sind schon angetrocknet, die habe ich schon mal so aufgereiht auf dem Teller, damit die den ganzen Tag trocknen können. Und die, das sind die letzten. Die werde ich jetzt auch so stehen lassen und trocknen lassen. Ich bin fertig mit allen Plätzchen. Ich wollte eigentlich noch Kokosmakronen machen. Vielleicht. Mal gucken. Ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das wird ein Make-up-Tutorial sein. Und zwar zu diesem Look hier. Ein ganz simples Augen-Make-up. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!